Have fun heute zwischen Ghost Game und Anime Logo Quiz. Stille. Naja. Willkommen zu einer weiteren Folge Have fun. Heute mit dem guten. Eine weitere Folge. Das ist doch die erste, oder? Nein, die dritte. Verdammt, dann habe ich die anderen zwei verschlafen. Ja, sorry Leute, da verschlafen wir Chocobo 19 wieder hier am Start und als Gastkommandant mit dabei. Ja, heute seht ihr das Game Guess Game. Wir erraten Spielfiguren. Heißt das nicht Guess? Okay, lassen wir es einfach mal. Spielfiguren, welche Spielfiguren? Lego! Da gibt's nur 125 Level. Die ja, werden wir doch noch verschaffen, es gibt da noch mehrere Automarken und Logo. Automarken, wenn du jetzt mein Gesicht sehen würdest. Ja, dann mach mal los, komm. Das ich habe ja schon mal zwei Level als Testweise gemacht und jetzt hänge ich bei dem da. Ich weiß, was es ist, aber es passt vom Namen nicht. Oh ja, es passt vom Namen. Jetzt geh mal zurück, ich möchte gerne die anderen zwei sehen, was da war. Lass mich raten, Sonic und Mario. Genau. Wirklich? Ja. Wie kam das denn? Okay, na was glaubst du, wird das sein? Angel Birds heißt das, was ich kenne. Nein, das heißt nicht Angel Birds. Also jeder Fan von dieser Serie, Filmspiel, wird dir eine auf den Kopf knallen. Angry Birds. Angry Birds, genau. Wie schreibt man das bitte Wort? Ach, da lernt man gleich Englisch. A-N-G-R. G-R oder E? Ja. R. Wie Roman? Y. Und Birds. Das wirst du ja wissen, oder? Ja. Die bösen Vögel. S. Birds. Sind ja mehrere. Yay! Ja. Münzen! Münzen! Oh, schwer. Aha, habe ich ein bisschen gesuchtet, das Spiel. Das weißt du aber, oder? Nein. Das ist ein Handyspiel, gibt's auch auf Facebook. Hat mit Süßigkeiten zu tun. Candy Crusher. Ja! Das erste. Weil da ist das kleine Mädchen. Obwohl, ich glaube, das ist überall dabei. Frag mich nicht. Ja, das Format wird heißen Let's Learn English. English Spellwords. Nein. English Spellwords, ja, jetzt kann ich mal ich Englisch. Oh, das ist aber schwer. Punktefresser. Pikmin! Was? Was hast du jetzt gesagt? Pikmin. Pikmin, ja, probier's mal, ja. Mhm. Doch, das. Es hapert ein bisschen. Gib das I mal raus. Nein, lass den anderen drinnen. Ach so. Gib das I raus. Nimm stattdessen also, A. Pac-Man? Pack. Ja genau, Pac-Man. Wurde, weil früher hat man auch, ich weiß nicht, ob es vom Entwickler direkt kam, früher was nicht Pac-Man, sondern wurde es Pac-Man genannt. Ja, gehst du aus? Kannst ja auch immer springen, genau da drin. Ja. Bist du doofe Werbung? Ja, die Werbung muss sein. Kannst mal auf, ja keine Ahnung wo drücken, das hatte ich eigentlich noch nicht. Ja, dann machst du es auf, das war gescheit. Schleichwerbung für Piano Tiles. Ah. Schleichwerbung, geh auf zurück links. Der Pfeil, nein nicht, ja, der geht auch. Drück mal auf Nein, vielleicht. Oder jetzt geht's wieder. Tetris. Ja, das kommt. Ah, nicht. Kein Dr. Mario? Bist du dir sicher, dass das Tetris ist? Ja, Tetris. Russen kommen! Das ist Werner. Was? Kennst du nicht Werner? Wieder? Das Comic, Werner. Werner? Werner? Ja, Werner. Ja, kenn ich. Beinhardt. Genau. Beinahe hat mir ein Rocker. Was, der hat gesagt, die Russen kommen, ne? Da gibt's, Röhrig, der sagt die ganze Zeit, ich glaube, es ist soweit die Russen kommen. Das ist Ach aber so, dann volles Rohr. Ach so, naja, es war eigentlich eine Anspielung, weil das Spiel ist russisch. Ach so. Tom. Was ist das? Ich erkenne das Bild nicht mal aufgrund von Skype wieder. Es ist eine Brücke. Ach, das ist... Ja, nein, das ist das Spielchen mit...
Ist das nicht das mit den Kugeln, wo in der Mitte der Mund ist, wo du die farbigen Kugeln immer Dreierreihe wegschießen musst? Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Oh, das ist doof. Ich glaube, du brauchst mal Hilfe, Stellung. Ja. Gibt aber keine. Ja, verwende. Doch, da. Sicher. Was wollen wir? Letzten Buchstaben oder Anfangsbuchstaben? Nein, einen richtigen Buchstaben für 60. Und andere Buchstaben, falsche Buchstaben, glaube ich, werden entfernt für 100. Ich habe 260. Ja, das wäre doch gut mit 60. Ja, das hilft ja sehr viel. Toll. Das haben wir jetzt schon. Toll. Wer hat gesagt, wir schaffen die 125? Ich nehme mir immer so viel vor. Ich weiß. So. Ich mach die 100. So, ich hab's. Ja, ich google das. Also ich kenne das Spiel. Ich weiß auch schon, wie ich das suchen werde, den Begriff. Maya-Kugelspiel. Ah, Maya-Kugelspiel. Wo ich natürlich jetzt auch nicht finden werde. Toll. Das ist sehr lustig. Jetzt weißt du, wie ich herumgeschissen habe bei dir. Ich habe bei dem Anime-Logo rumgeschissen. Anime-Logo? Das wäre aber auch eine interessante Idee. Ja. So. Könntest du auch kurz mal den Part pausieren, weil es wieder ein bisschen dauert? Gute Idee! Ja, geraten eigentlich, weil es ist doch nicht das Zuma, was ich gemeint habe. Ich dachte, es ist Zuma. Temple Run. Ja, okay, Switch war schwer mit Level 7. Toll, super, freut mich. Nicht. Sims? Ich sehe dabei noch nichts. Ja, das ist Sims. Das ist eindeutig Sims. Sims! Wer kennt Sims nicht? Simpson. Nein, Sims. Ja? Was bitte? Ja, Skipped! So viel Schleichwerbung hatte ich damals nicht drin. Aber ja, gehört dazu. Da ist mal ein X. Ja. Da ist ein... Wenn X reagieren wird hier. Oh, die zwei kenne ich. Die sind im neuen... Ja, genau. Ich kenne dafür das NES-Klassiker-Game, weil ich es daheim hatte. Oder immer noch habe. Und jetzt überleg mal. Irgendwas mit wie heißt Snoops? Was? Nein. Nein. Was ist das linke? Ach, Dog and Duck? Nein. Was ist das linke? Beginnen wir mit dem. Es ist ein Hund. Links, nicht rechts. Eine Ente. Und auf Englisch? Duck. Genau, dann schreib's mal hin. Duck. Ach, so weit eigentlich kann ich. So. Wenn man auf die Jagd geht, nennt man das auf Englisch. Hunter? Ja, nur die Jagd. Hunt. Hunter ist der Jäger. Hunt, genau. Duck Hunt. Dun. Tut sich nix? Doch, jetzt. Oh ja, mein Bild ist hinten nach wieder mal, okay. Ja, weil die sind in dem Super Smash Bros. Für 3DS und Wii U dabei. Ja. Das für 3D ist, muss ich mir noch holen. Cool. Aber es wird nicht billiger! Oh, was von das ist Harvest Moon. Ich sehe da irgendwie kein Haar drinnen. Oder Animal Crossing? Nein. Nein. Farmville? Nein. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, ich versuche mal Farmville. Es ist Farmville. Weil ich habe jetzt auch überlegt, ob Circle of Life ist, aber das ist zu lang. I am Farm... Ah, du hast falsch gesehen. Das eh fehlt. Farmville. Nein. Farm. Wie schreibt man Farm? Das A hat gestimmt. Nicht Fram. Farm. Ich beherrsche nicht deutsche Sprache. Ja, deutsche Sprache. Na, ja, das stimmt doch eh. Und dann eh noch dran. Oder?
Ja, Farmville. Ich weiß, Englisch ist halt ein bisschen... Oh, Flipper. Oh. Pinball. Ist das? Ja, Pinball ist es. Flipper sagt man aber auch in unseren Kreisen. Aber das ist, ach Gott, das war das Abbild vom alten Pinball. Ein Ball mit zwei A. zwei L, Entschuldige. Ja, zwei A. Das ist das Bild vom alten Windows 2002, 2001. Da gab es eins mit Pinball. Diesen Rittern. Nein, ich glaube, das war das nicht. Das habe ich vorhin in der Schule aufgezockt. Ach, das mit dem Ortschaft an der Seite. Ja, genau. Klar, das ist klar. Das ist während der Lehrer gequatscht hat, habe ich das. Power of Soul. Ja! Oh, was ist das? Nicht Echo Soul. Ich will skippen. Ist nicht? Geht nicht. Nein. Zeig mal. Da, Mann. Und dann geht es so auf den Ball, oder? Vielleicht geht's noch nicht. Wo du vorher warst. Der Ball liegt da oben. Ah, gleich weg. Gleich weg. Das ist ja eine verdammte Schleichwerbung, ne? Ja, kleiner Moment. Ich muss mal kurz hier pausieren. Dafür ist es umsonst. Kleiner Moment. Das da könnte durchaus entweder Tekken oder Street Fighter sein. Ich würde Tekken sagen. Tja, und von der Anzahl der Buchstaben her trifft den beides zu. Genau. Bin ich gespannt, ob du das richtig schreibst. Respekt. Respekt. Konnichiwa! Nein! Oh, das ist das Ding, ist Portable. Du bist doch Portable. Ich hab das nur so geraten. Du warst schon richtig, aber du fügst zu dem Titel noch ein paar Buchstaben mehr hinzu, was ein... Portable ist tragbar, also mitten... Du kannst es überall mitnehmen, ne? Portable. Und das... Die Öffnung dein Boden nennt man... Port... Ja. Na, weiter. Zwei Buchstaben noch. Es steckt im Portable drinnen. So ähnlich halt. Port. Wenn Außerirdische hindurchgehen, gehen sie durch ein... Was? Durch Portugal? Nein. Portal. Portal. Hab ich doch eben gehabt, das war falsch. Nein, du hattest nicht den richtigen Buchstaben. Ah. Dann hast du dich vertan, vielleicht. Okay. Viel Spaß. Ja, danke. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es doch auch nicht. Die Figur noch nie in dem gesehen. Das sieht aus wie irgendwie die Mütze wie ein Pokémon-Trainer, aber ja. Auf all... Na, super. Kann es nicht sein. Bassi vielleicht? Bassi? Alter, was ist das für ein Titel? Geil. Was ist das da... Das ist rechts unten, das Kästchen eigentlich, das rote. Das ist nur für Hilfestellung. Ah, okay. Geh weg. Will ich nicht auf Cancel drücken? Nein, möchte ich nicht. Jetzt komme ich dir zurück. Das ist kacke. Technische Probleme würde ich das nennen. Ja, die habe ich leider bei Blends der Saison gehabt. Ja, ich glaube, da hängen wir. S4 ist es nicht. Das ist klar. Mario auch nicht. Es kann Wuffy heißen, es kann Sufi heißen. Hey, das Sufi, ne Mann. Der hat ja alle Buchstaben drinnen. Okay, nimm die Hilfe, scheiß drauf. Das ist... Aber das? Super. Am Ende heißt es irgendwas mit Rainbow oder was? Ah. Ich glaube, wir doch ein kurzer Part. Machen wir doch eine Viertelstunde, wir kommen nicht weiter. Nee, wir stoppen bei dem Bild und versuchen es später noch einmal. Wir probieren ein anderes Spiel. Mit Raten. Was besseres. Anime-Logos könnten wir weitermachen. Ja. Aber nur weiter. Okay. Bis gleich. Ey, da sind wir wieder. Mit einem neuen Spiel. Anime-Logo-Quiz. Wo ich wahrscheinlich nichts wissen werde, aber bitte. Es ist relativ simpel. Ach doch, hast du schon gespielt? Ja, hab ich schon gespielt gehabt. Hintergrund, schön, Sword Art Online. Okay. Jetzt in der Show. Hab ich noch nicht gesehen. Das ist cool, musst du unbedingt gucken. Das ist übrigens dann Staffel 2 schon. Okay. Staffel 1 mit
Geh einfach. Ja? Ja, mach einfach weiter. Geh einfach. Also, Level 1. Unsere Protagonisten. Achso, Bruder. Ah, ich dachte, da geht's um die. Okay, na gut, da kenne ich doch ein paar. Also, ich kenne davon schon einige. Komm. Geh mal von Anfang an durch. Das ist ja Klo. Sasuke! Nein. Naruto! Jutsu, der Schattendoppelgänger! Sexy Jutsu! Naruto! Okay, nächstes. Machen wir mal alle nach der Reihe. Schauen wir mal. Ja, mal Ruffy. Ruffy? Obwohl, ja. Er könnte so geschrieben werden. Ja, ist er auch sicher, weil es Englisch ist wieder. Luffy. Ja. Das ist das Behinderte, das hasse ich. Da gibt's keine deutsche Version, ja. Das ist Ichigo. Ja, das Bleach hätte ich auch noch gewusst, ne? Obwohl ich das nicht so verfolgt habe. Und Ichigo heißt auch die Hauptdarstellerin, wohl bemerkt, bei Tokyo Mew Mew, also... Oh, oh, oh. Ja, das ist aber einfach. Ich kenne die nicht. Miku. Wie? Miku. Miku. Miku Hatsune. Yay! Ja, da gibt's etliche Ableger in Japan. Das ist so ein... Oh Gott, wie heißen die schnell? Die was eigentlich Musik machen. Die sind quasi so als Bild für... Oh, der ist von... Ich weiß. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Der ist von... Na, wie heißt die Serie schnell? Mit Feuer irgendwas. Das ist aus Fairy Tail. Na, Fairy Tail meine ich ja genau. Da gibt's das, das ist ja... Wie heißt sie schnell? Lucy. Die weibliche? Eine das ist übrigens... Die schaut Nami ähnlich. Ja, ein bisschen. Weil es auch dasselbe Schöpfer ist, glaube ich. Oh, den kennst du bestimmt. Ja, da fehlt aber was. Da steht nur Goku. Er heißt aber Son Goku eigentlich. Fehler, Lucian, Fehler. Den kennst du auch. Ja, den kenne ich auch. Flieg durch die Zeit. Flieg durch die Zeit. Schau nicht zurück, sei bereit. Ja, das war noch Zeit. Das ist Kirito. Wer ist das? Sword Art Online. Ja gut, kann ich nicht kennen. Aber ohne mich hättest du auch nicht alle erraten. Ja. Das Wort Kirito ist eigentlich ein Zusammenspiel aus seinen zwei Namen, den du auch während der Serie noch erfährst. Okay, spoiler mich nicht. Ach übrigens, wenn man da oben auf diese Kugel klickt, kriegt man auch den Wikipedia-Eintrag davon. Oh. Wahrscheinlich, hätte ich mal gesagt. Das ist... Ja. Das ist ja einfach ehrlich. Und, ne? Death Note. Genau. Wer ist aus dem Basketball-Dings? Ich auch nicht. Ich sag keine Basketball-Animes. You sure? Ja, ich bin sicher. Wow. Dann lassen wir den genau, aus. Nicht der Nächste ist einer meiner Lieblinge. Oh ja. Den musst du erkennen. Ja, ich hab... Serie, was du eigentlich nicht magst. Ich mag die Serie. Dann haben wir noch nie darüber so geredet, wie ich mit Pascal. Ich hab einige Kinofilme hier. Mir fehlen vielleicht der eine oder andere, aber ich hab einige. Achso, okay, ja. Detektiv Conan. Ja, das ist aus, der Titan, das mit dem Tag Titan? Ja. Ja, genau, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Der Riese, frag mich nicht. Der Menschenfresser. Der Nächste? Der schaut aus wie aus Sword Art wieder. Ich den Namen kenne ich nicht. Das ist eingehascht. Egal, wie viel brauchen wir nicht alle, oder? Nein. Nein, alle brauchen wir nicht. Wir brauchen 1000 Punkte brauchen wir. Ja, den kenne ich. Ja. Derselbe Name wie der Vampir aus Castlevania. Alucard. Rückwärts gelesen natürlich. Dracula. Deine Anspielung. Der ist auf Freak. Der kommt nachbekannt vor. Ja, aber ich weiß. Ja. Ich habe das kurz in das eine Spiel von meinem Freund gesehen. Da kam der eine und der vor. Da sieht man auch die richtigen Namen dafür. Aber nee. Vergessen. Egal. Haben wir es schon geschafft? Haben wir schon 10? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen mal das hier fertig. Hier gibt es nämlich noch 2. Ja, einen kenne ich auf alle Fälle. Ich kenne 2. Eventuell 3.
Okay, denn in der Mitte ist schon Devil's Up. Nein, das Devil's ist Blue Exorcist in der Mitte hin. Ah, Blue Exorcist, genau, ja. Habe ich hier auf der Hand. Na, wer ist das? Bakura, nein. nicht kein W. Ja. Was ist denn? Ach, es gibt kein M? Verdammt, ich habe gedacht, er ist Dann ist es Yugi. Ja, hätte sein können, dass er als... Ja, er sieht aus wie Yami. Ja, aber außerdem wäre es dann Yami Yugi und nicht Yugi. Also, Yugi. Wir machen jetzt den Yugi, Sprechverarsche mit Yugi. Yugi. Ren. Ja, Ren Okumura. Sohn von Satan. Okay. Irgendwie zieht sich das Bild immer in die Länge, wenn Werbung kommt, kann das sein? Den kenne ich auch ab. Oh ja, warte. Sollte es nicht eine Anspielung auf Punch-Out sein? Aber ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Warte. Okay, dann lass aus. Vielleicht haben wir schon genug. Also ich brauche mal dann Hinweise. So, nächste. Was ist der einen? Haben wir noch. Den kennen wir noch. Hallo? Ganz rechts. Den kenne ich nicht. Oh ja, mach mal auf, das ist von Sulita. Aber ich weiß noch nicht, wie er heißt. Nö, Jack ich vielleicht? Ich kenne kein Sulita. Warte. Ich werd nicht gegoogelt. Ich hab den Manga so oft gelesen. Und ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, oder scheinbar was? Scheinbar nicht. Wenn's mir einfällt, switchen wir nochmal. So, aber warte mal, Blödsinn! Sul natürlich, wie die Seele, Sulita, darum heißt es ja Sulita, oder? O-U-L. Das U, hier gibt kein U, doch da. O-U. Ich kann nicht mehr schreiben. Hab ich gesagt. L. Ist ja klar, Sul, ja. Ich meine, der hat aber so, noch bis auf 4, 5 Stück, die mal weiter. Jetzt kommen die Pets. Oh, da gibt's weiß ich schon einige, nicht. Die ich kenne. Ja, oh ja, ein paar kenne ich auch. Beginnen wir links oben wieder. Ja. Schocker. Ich hoffe, du weißt, wie man schreibt. Sogar einer von der neuen Version. Das Bild. Ja, aus dem neuen Bild. Die Katze ist aus Fairy Tail. Ja, weiß ich, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Peppi? Ich glaube, da werden wir schon haken ein bisschen. Das ist von Inuyasha. Warte, wo ist das K? Kiara nochmal. Ein E noch vielleicht. Kiara. E noch vielleicht. Ja, dann schreibt man es auf. Schreibwerbung. Spark? Sag mal! Was? Draußen? Spark, ja! Na, weil du draufgeklickt hast. Ja, mach zu. Blödes Ding. Ja, passt. Nein, das Geist Games hast. Du hast es ja oben offen. Das ist Geist. Was hast du da? Das hast du noch nicht zugemacht? Ja, fail. Was machst du jetzt? Jetzt bist du wieder im Blink. Mach das zu, den Register da oben. So, und jetzt liegst du auf das Spiel, bitte. Ich krieg die Krise mit der. Ja, eine App zu bedienen. Ja, oben links, ja. Emulator zu bedienen ist echt schwer. Also du weißt nicht, wie er heißt. Kiara. Da steht Gri. Kiara. Nein, du hast ja vertauscht. Kiara. Probier mal I. Ja, eben. Jetzt reiß dich am Riemen, bitte. Das gibt's ja nicht. Hä? Nein, wir schauen keine Videos, um extra Münzen zu gewinnen. Brauchen wir nicht. Very good. Oh, kenne ich auch. Ich weiß nicht, wie man schreibt. Mit Doppel-P und O, glaube ich, oder? Ach. Aber warum kommt zwei? Den kenne ich auch. Ja, Con. Wie heißt der? Vielleicht heißt der nur Ted. Con? Von Konpaku. Künstliche Seele. Oh, singt mir das Lied bitte. Na,
Oh, ich sing das sicher nicht. Das Intro kannst du dir gerne anhören, das singe ich dir nicht, ich hasse es. Hamtaro. Ach, da war ich noch klein, da war ich noch klein. Ja, Clash Royale. Wir haben eine andere Waffe, einen anderen Clashes. So. Oh, kennen wir auch, ne? Naruto! Au, ich hab mich getippt. Ja, denke ich auch. So. Danke. Ja, der arme Köter hätte schon in den Namen gebissen. Ich hab keine Ahnung, wie die heißt. Kätzchen. Achso, vielleicht Katze. Schnurlimulli. Ah. Ja. Das ist aus Sword Art Online wieder. Sword Art Online, wahrscheinlich. Genauso schaut's aus. Da hat anscheinend eine Pina. Liebe, ne? Was? Ja. Pina Colada. Aber das kennst du. Hab dich zum... Ja. Gattomon. Patamon war mein erstes Lieblings-Digimon. Wo so die weibliche Version kam, sage ich mal. Wie heißt der Besitzer, der Thema? Das ist Kari. Ah ja, Kari, genau. Oh, die war so süß und knuffig. Jetzt kommt das Englische. Miauts, genau. Ja, das Englische. Weißt du, wie man den schreibt? Jovi, oder? Vielleicht noch ein W, achso, ne. Okay. Hätte ich aus nicht Naruto, gewusst. Will ich das wissen, wie das Spiel heißt. Ja. Ich auch nicht. Ah, ich glaub... Sorry. Klingt gerade... Hollet? Nein. Ja, genau. So heißt sie. Tonton. Okay, eigentlich einfach zu merken. Ich weiß nicht, wie man schreibt. Ich flüge der Drache mit eiskalten Blick. Kuribo. K-U. R. I. B. So, jetzt ist die Frage U oder O, aber ich glaube U. U-H. Ich hab kein U. Oh, dann O-H. Ich komme jetzt endlich. Nein, wir wollen kein Video, blöde App. Pikachu! Mein Lieblings-Pokémon. Pokémon. Also wenn ich mal Pokémon-Trainer werde, dann habe ich das sicher an meiner Seite. Mach doch darauf gefasst, mir mit Stein Pokémon entgegenzutreten, obwohl ich die dann auch mittels Doppelkick fertig machen werde. Oh ja, und du weißt nicht mal, wie man Pikachu schreibt. Pika. Pika. Schu. Ja, ich hab grad Gott sei Dank weggesehen. Das ist, ja. Und Dragon Ball. Chala, hey Chala, ich weiß aber nicht, wie diese Katze heißt. Moment, lass mir kurz mal die Eingebung. Hier wird nicht geschummelt. Ich schummel nicht, la la la. Nein, ich tu nur so. Ich weiß nicht. Kann sich wieder Schweinchen in alles verwandeln, aber ich weiß nicht, wie der heißt. So. So, next. Den weiß ich auch nicht. Pummel auf dem Englischen. Ja, Pummel auf Englisch. Englischer Name. Omega. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Englisch geschrieben wird. Ich müsste das jetzt sachgoogeln. Na, Pummel schreibt man den auch. Nee, Pummel schreibt man nicht so. Poppelop, nein. Ich weiß es nicht. Nein, Fluffel, warte. Fluffelball? Kann das sein? Nein, Fla. Fluffle. Doppel-F, klar. Fluffle. Ich hab keine. L-E. Ach so. Verdammt. Nein. Chicklepick oder irgendwie so, oder? Chicklefluff. Fluffelchick. Ich weiß es nicht. Nein, Chicklepuff. Chicklepuff. Das ist es jetzt, glaube ich. J-I? Nein, J-I. J-I-G. L-E. L-E. Nein, ich glaube Doppel-G. Entschuldige. Doppel-G. L-E. Kein E.
Okay, dann nimm nur L einmal. Und dann häng ich. Kein. Nein. Chico. Na, probier statt dem L ein Y. Chigi. Puff. Gib mir mal Puffy. Nein. Warte. Chico. Müsst nicht googeln. Chico. Fluff, warte. Warte. Fluff. Fluffy tät sich ja ausgehen, ne? Gib mir mal einen Fluffy. Na, das P gibt weg. Fluffy habe ich gesagt. Fluff. FF? Ja, das Y. Chick Fluff? Na, Chick Fluff ist sicher auch nicht. Probier's mal, gib mal Fluffy an mit. Nein, du musst F. Da brauchst du das L. Nach dem ersten F kommt das L und nicht die App. Jetzt gibt es hier alles raus. F? Nein. Das Y gibt weg. F, L, U, F, F, Y. Hab noch eben. Nein, hatten wir nicht, aber ich stehe. Und statt dem gib statt dem zweiten G einmal ein W rein. Verdammt, das ist nicht gut. Vergiss es. Wir wissen es. Aber nur weil die App so blöd auf Englisch konzipiert ist, hallo? Ja, mach weiter. Ich weiß es nicht. Sorry. Ich bin nur mit Deutsch aufgewachsen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das wie heißt. Ja, auch nicht, das ist ein Naruto. Und das in Köter wusste ich mal. Pikun, nein. Hm. Ah, Pakun, oder? Pakun, ja. Mit Doppel-K, glaube ich. Links oben. Ja, war mir nichts gefragt. So, ja, Level 3. Ja, unsere Sendezeit endet jetzt gerade. Nein, mach weiter. Kannst du auch zwei Parts draus machen, wenn es dir zu lang ist. So, back. Ja, Level 3 frei. Oh, wieder Protagonisten. Oh Gott. Oh Gott. Also jetzt wird schon schwer. Oh Gott, der erste. Was macht man das erste auf, oder? Sagt mir zwar nichts, aber 2 und 3 kenne ich auf alle Fälle. Okay, nein, sagt mir nichts. Are you sure? Dann machen wir weiter. Ja, das Nummer 2. Kennen wir. Nein! Ich vorher schon, hab ich schon. Ja, die Serie kennt ich. Sie kenne ich gerade nicht. Wie heißt das Serie? Ist Deadman Wonderland. Den kenne ich. Sasuke! 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 Wo ist das K? Na gut, da! Den nächsten kennst du aber. Ich liebe die Serie. Der ist im englischen Namen. Das hat mit Englischen nichts zu tun, du musst den Familiennamen in dem Fall nehmen. Es ist Jo, aber sein Familienname. Aha, richtig. Asakura. Ja, ich liebe. Schaut euch bitte diese Serie an, ja? Shaman King. Muss sein. Ach, das ist der. Nein. Ah, kennst du den? Das ist der von Aladdin. Ist das nicht Aladdin einfach nur? Oder Alibaba? Alibaba geht sich hier aus, glaube ich. Alibaba. Das ist das Neue mit dem Chi. In der Buddha-Höhle. Ja, Alibaba. Ein Arno. Alibaba. Alibaba. Dann weiß ich ja. Vielleicht Alibabi? Nein. Aber so ähnlich auf alle Fälle. Von Bleach. Schaut den Sprite von dem 3DS ähnlich. Ah, von dem DS-Game. Kenn ich nicht. Mach mal auf, ich seh ihn ja nicht. Ja, aber vielleicht kenn ich ihn. Nee, nein, kenn ich nicht. Entschuldige. Hätte ja sein können. Ich seh den sonst so klein nicht, tut mir leid. Ich glaube, wir haben bald Probleme, ne?
Da ein bisschen mit Hinweisen arbeiten. Den Links kenne ich, der hat ein Special mit Son Goku und noch irgendwie gemacht, aber ich weiß. Achso, ach der. Ah, drunter den meine ich. Ah, ich muss mal, wie der heißt. Nee. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß einen davon. Okay. Ja. Den hätte ich auch erkannt. Die Geburt der Elric. Ja. Falls wir den Anime nicht kennen sollte, wird es Heike sicher gleich auflösen. Nein, der Anime. Also, du Vollmetal Alchemist. Ja, ich möchte zurück. Bitte zurück. 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 Sink. Zurück. Jetzt. Es hängt. Es darf aber nicht hängen. Ja. Wir haben das Spiel komplettiert. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ist das jetzt dein Ernst? Klipp auf. Anscheinend. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Aber ich habe eine tolle Taktik. So, wir nehmen jetzt Namen, die vier oder weniger Buchstaben haben und verwenden die hier. Dann kommen wir wenigstens vielleicht noch ins nächste Level. Einmalig. Ja, die hatte fünf. Das ist, aber ist ja wurscht. Wie viel kostet das? Nein, das wollen wir nicht. Warte. Nein, das wollen wir nicht. Was ist das nächste? Anfangsbuchstabe können wir machen, und das ist die Serie. Ja. Damit können wir die Buchstaben auslöschen. Was ist komplett? Wie viel kostet das? 45. Ja, mach mal. Shiro, genau. Shiro. Okay, dann können wir aber den langen auch nehmen. Obwohl, nein, jeder Buchstabe ist ein Hinweis, glaube ich. Oh ja, probier mal einen langen. Wirst sehen. Jeder Buchstabe ist ein Hinweis. Wir haben gerade 5 Buchstaben gehabt. Ja, die hat auch 5. Aber wurscht. So. Sinori. Ja, so, jetzt nimm mal den ganz rechts unten. Der hat ja mehr. Und der wird auch jetzt mehr verlangen für die Lösung. Pass auf. Okay, dann mach mal. Lelouch. Okay. Das hätte ich nicht gewusst. So, kommen wir schon ins Level 4? Was brauchen wir? 10 brauchen wir wahrscheinlich, 10, ja, oder? Wir ja. 3 geht sich noch aus. Schön. Geht sich mit den Hints noch aus. Such dir welche aus. Das ist sicher Aladdin oder Alibaba oder irgendwie so. Ja, Aladdin, sag ich ja. Ich sag's ja, das hätten wir auch schreiben können. Nein. Ich köpf dich. Ja, der Son Goku. Mit wem hat der das? Son Goku? Und bo. Nein. Na, wie heißt der? Sau. Ah! Das ist so einfach gewesen. Ja, einer noch. Ich bin das Blondchen in der Mitte. Oder die Prinzessin. Shiro? Theresa. Auch Shiro? Ja, haben wir nicht zweimal Shiro? Symbole. So. Oh, Symbole. Jetzt wird's schwer. Obwohl, das erste wissen wir schon mal. Mach mal auf. Was habe ich jetzt falsch geschrieben? CH, glaube ich, oder? Chia. CH. Oder? So schreibt man den. Nein. Schreibt mal Ushia. Ah, okay. Very good. Nächstes, das kennen wir auch. Was ist Whitebeard? Ja. Na, du schreibst es übrigens falsch. Aber du schreibst es falsch, aber... Ja, Whitebeard Parents. H-I... T. B. Bertha. Genau. Nein, ja. E-A. E-A.
P-A-R-S. Pirates. Oder Pirate. Oder bin ich verschrieben jetzt? Nein. Das S gehört zum Ende. Warte. Warte, gib das Dora weg. Theodor. Was? Theodor. Ja, E. Das S gib raus. Das füge am Ende. Also geht gar nicht. Taucher, a white beard. Dora. Und S. Kannst Dora du das mal sagen, bitte? Ich hab dieses mit dem Namen gelernt. Das ist ja, das ABC. So, tut mir leid. Das ist buchstabiert. Anton, Bertha, Cäsar, Dora, nee, Emil, Friedrich. Ich habe ABCD gelernt. Ja, und so weiter. Fairy Tale! Ist auch aber buchstabiert. Schreib's hin. Und schon wieder falsch geschrieben. Also, schreiben wir, hapert's bei dir, ne? Es ist falsch, aber egal. Das Fairy ist falsch. Wie schreibt man Ferry? Also wahrscheinlich andersrum, ne? A-I. R-Y. Let's tail. Aber ich glaube, da fehlt noch irgendwas. Sicher, dass es Tail heißt? Fairy Tail. Ja, den Buchstaben haben wir aber irgendwie nicht, ne? Nein, es geht ja, du musst, das Symbol muss, nein, das Symbol muss, ja, der Anime heißt Fairy Tail, aber das Symbol, nein, das Symbol betrifft was anderes wahrscheinlich, weil wir haben ja auch gerade One Piece. Ist das Ding Fairy Tail? Ah ja, und wo ist das E? Tail, für Tail. Das. Ein L? Ah! Ich darf nicht auf Tails gehen, ich muss das Tail so schreiben. Ich hab das Tail aus Tails aufgenommen. Ist echt dumm. Na weiter. Weil ich das nicht weiß. Warum gehst du nicht auf weiter? Weiß das ist nicht. Pokéball. Aber der Bart geht schon nämlich lange, weißt du das? Pokéball. Ich hab gesagt, du kannst weiter aufmachen. Nein. Doch. Doch. Pokéball. Mit 2a. Ja, Sword of Chaos! Das nächste weiß ich auch nicht. Mach mal auf, bitte. Ich möchte es gern sehen. Okay, kenne ich nicht. Ja, ich sehe das Bild leider nicht zugleich. Was ist das? Ah! Ja, stimmt. Das war ja auch von Naruto-mäßig. Ich glaube, nach dem A kommt ein T. Akatsuki, ja, oder? Kommt dann. Kann das sein? Glaube ich. Ja. Aber ja, das weißt du. Geh einfach auf weiter mal, ja. Ja, Yu-Gi-Oh! Ja, ich weiß es schon, aber mir fällt nicht das Siegel von Orikalkos, ja, oder? Aber Asil, wahrscheinlich Asil. Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Okay, dann schreib. Ich auch nicht, aber ich probiere es mal. OR. I. Doch. Nein. I. Karl. Das heißt. Ja, Ori. Da steht Orchi. Karl. AL. Ich tippe kein Karl. Das ist das einzige. A-L habe ich gesagt. Kos. A-L-C-O-S. Ja, geht doch. Kindchen, deine Schreibweise ist ja echt fürchterlich manchmal. Muss ich schon sagen. Das kenne ich nicht. Wound of Punishment. Oh nein, das war mir anders. Das ist Fullmetal Alchemist schon wieder.
Irgendwas mit Soul vielleicht? Ist die Seele? Ouroboro-Tätowierung. Ouroboro. Die was? Da gibt's einen, also. Keine Ahnung. Ja. Dann lass es aus. Nächstes. Ja, genau. Und ich kann es immer noch auflösen dann. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Marine? Ah, nein, das nächste. Das was? Marine das weißt sein, du? Das ist... Achso, Marine von One Piece, ja. Genau. Das nächste wollte ich eigentlich schon machen. Ja, das kenne ich, das nächste. Team Rocket, so schnell wird das nicht. Gib lieber auf, dann bekämpfen wir uns nicht. Clash Royale. Das Team Rakete. Wir feiern eine Fete. Rocket! Rocket Launcher. Du hast schon wieder falsch geschaut. Rocket. Rotte. Rotte. Spark. Du hast schon wieder falsch geschrieben. Genau denselben Fehler wie vorher. Richtig. Na gut. Nächstes. Ja. Das nächste kenne ich nicht. Das kommt mir aber bekannt vor. Geh mal rein, ich möchte mal die Buchstaben sehen vielleicht. Kommt mir so vor, ob das ein Muster auf einer Stirn wäre. Das ist keine Sonnenrune. Keine Sonnenrune, ja? Was? Das habe ich auch nicht verlangt. Weiter. Ja. Aber das kenne ich. Sword Art Online. Also ich glaube, da ist der Fanatik Sword Art Online in dem Spiel. Nein, ich meine hier in der App. Das ist die Laughing Coffin Gilde. Lachender Sarg. Ja, das ist es. Das schreibt auf Englisch. L-A... Also wenn es lachender Sarg Gilde heißt, dann weiß ich, wie man es auf Englisch schreibt zumindest. L-A-U... G-H... H... C-O... F-F... I-N... Ja. Lachender Sarg. Und weiter? Glaube ich nicht, weil die Buchstaben für Coffin Sarg sind schon hier. Also wird schon stimmen. Aber irgendwas fehlt noch. Lachender Sarg. Ja, das kann natürlich auch sein. Also den schreibt der Koffer falsch, wie ich es nicht vorher so geschrieben habe. C-O-F-F. A-C-O-I-F-F. Oder? Nein, C-O-F-F. I-N. Und probier noch ein E dazu. Ja. Dann. Obwohl, warte, nach dem O doch ein I. Probier mal, entschuldige. Ja. F. F. Das N weg. I N. Okay. Sorry. Mit Englisch schwer, ne? Aha, das stimmt nicht. Ich weiß, das hatten wir schon. Wie viel braucht man denn? Spark? Wie viel braucht man denn eigentlich noch? Geh mal raus auf die Übersicht. Wie viel wir noch brauchen. Ich glaube nicht mehr viele. So, wir brauchen noch... Zwei, genau. Das geht sich wieder aus mit den Hinweisen. Ja, wir brauchen immer 10. So, dann such dir 2 aus. Ich will das auflösen. Dann kannst du den nehmen. Ja, schreibt man wahrscheinlich ganz anders bei so. Okay. Wir waren dicht dran. Gut. Mein erster Sarg hat gestimmt, ja. Dafür Coffin. Coffin. Das ist die Assassin-Gilde, die bringt die tun Leute töten im Spiel. Uah. Ja, das haben wir schon gedacht. Das schaut richtig makaber aus. Und dann nimm noch, ja, das hier. Homunculus, genau.
Wir machen so lange weiter, bis wir machen so lange weiter, bis wir kein Level mehr weiterkommen. So. Ja, na, aber wir haben fast keine Hinweispunkte mehr, deswegen. Ich sehe bald aus. So, nächstes. Oh, die Gegenspieler. Jetzt wird's interessant. Ja. Ich weiß nicht, wie man Freezer macht. Schreib mal. FR. RE. RE habe ich. E. E. Ja. Ach so. Entschuldige. Geht's ja gar nicht aus. ZER. So geht's nicht. Ach so. Du hast ja nur eine R, oder? Ja, dann ist es fieser. Probier mal. Mit Doppel-E. Es war ein Doppel-E, bild ich meine, dabei. E. E. Nicht R. Oh Gott. Und jetzt ZDR. Fieser. Ja. Oh. Was ist, wenn du... Zum Schluss war aber ein R, bilde ich mal ein. Scheiß englische Reihe. Scheiß englische Reihe, ne? Soll ich nicht nachschauen jetzt, wie der heißt? Gut, weiter. Lassen wir es dabei noch. Ja, vielleicht aber mit Buchstaben. Ist das Evangeline da, die vierte? Die fünfte? Die fünfte, meine ich. Die nächste. So, das wäre ausgeschaut wie Evangeline McDonald, aber... Das wäre doch echt schwer zum Schreiben, wenn das die ist. Mach mal. Ja, jetzt. Naja, wie gesagt, ich sieg's ja nicht, ja. Ich brauch das ein bisschen größer, ja. Und der Gegenspieler von der Decke vorne! Also von vorne, ne? Henry. Wer? Ah, von... Von? Na? Wie halt? Ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Ja. Pure Neid ist das. Ich glaub, da kriegen wir nicht den. Das ist das nächste A. Oh. Oh. Oh, leider Pants. Da dreht sich was. Magic Wash. Also da lernt man Spielchen kennen. Was ist das ganz rechts? Also neben Marek. Zwiebelkopf. Keine Ahnung. Das ist aus Bleach, aber ich kenne den Namen nicht. Das nächste? Okay. Oh, da hapert's, glaube ich. Den kennst du? Oh, ich auch nicht. Ich glaube, da kenne ich jetzt gar keinen mehr. Ich glaube, das war's. Rechts unten ist von Naruto, wie heißt denn der, oder? Nee, das ist nicht Naruto. Rechts unten. Den einzigen, den ich noch kenne. Death Gun. Ah, okay. Ah, ja. Ah. Ich sage jetzt gar nichts mehr, das ist mir zu blöd. Was ist der mit dem blauen Halstuch? Der kommt mir auch bekannt vor. Oh Gott. Müsste ich aber nicht. Warte. Geht sich Gerhard auf? Nein. Gerhard? Nein. Okay. Wer ist der drunter, unter dem? Kommt mir wahr bekannt vor. Ja, wir können leider nur zwei Lösungen verwenden. Das heißt, das war's dann. Außer wir schauen jetzt im Internet nach, wie dieser Frieder heißt. Der, das ist mein Lieblingscharakter von Naruto, oder? Kabuto. Ja? Ah, Kabuto. Ja, ich weiß. Da denke ich immer an das Pokémon, Kabuto. Ja.
Ach, den habe ich so mit mir identifiziert. Mhm. Gib mal den One Piece Ding ein. 5 brauchen wir noch. 3 müssten wir noch erraten. Gib mal den One Piece her. Vielleicht erraten wir das Admiral vielleicht. Nein, das oder nur Admiral? Geht sie das auch? Nein. Wie heißt denn der? Hat der Wasabi? Frucht. Probier mal. Ja, ich weiß. Probier mal Wasabi. Scheiß drauf. Vielleicht heißt er wirklich Wasabi. Wasabi. Ich hätte ja so lachen. Schade. Oder Wasabu. Ja, man nicht. Den Freezer müssen wir doch erraten noch, oder? Wir wissen doch, wie der heißt. Also F ist auf alle Fälle. Ah, vielleicht schreibt man Freezer mit A zum Schluss. Das kann sein. R, E. Nein, Doppel E. Doppel E auf alle Fälle. Mein E ist weg. Ja. Haben wir nicht zwei E voll gehabt? Da täusche ich mich. Haben wir zwei E gehabt? Ist zurück. Manchmal. Na, das kann nicht sein. Na. Okay, dann hatten wir wirklich nur eins. Aber auf alle Fälle F. Dann R. Und A. Okay, lass einmal den F-Buchstaben stehen. Du kannst auch einzelne Buchstaben auch nehmen, oder? Welchen willst du wissen? Dann lass einmal F, R stehen. Und nehmen wir mal einzelne Buchstaben jetzt. Welchen? Den? Den in der Mitte, ja, den. Ja. Okay. Da ist das E einmal. Und was ist, wenn man F-R-I-E und Z-A? Fri-Za? I-E? Langes I und Za? Na bitte, geht doch! Na, geht! Okay, wenn wir mit einem Buchstaben arbeiten, können wir auch weiter. So, wir brauchen noch, wie viele? Oh Gott, das ist spannend. Spannend! Wir haben erst 2, du kannst ja zählen. 4 brauchen wir noch. Puh. Wir brauchen kurze Namen. Was ist das da unten? Die Tusse. Ja. Ah, die Tusse. Die Tusse daneben. Ja. Die blaue, Moment, die Tusse. Rosane. Du bist nicht so schnell wie du. Hab ich gemeint. Wir brauchen kurze Buchstaben. Ah ja, perfekt. Was kann... gib mir mal ein Pad. Vielleicht ist es Pad. P-A-T. Die Flasche. P-A-T. Flasche wäre E-T. Okay, gehen wir mal den Buchstaben raus oder nimm den zweiten Buchstaben mal. Gut, dann ist es vielleicht Pen? Probier mal P-N. Pen? Pet? Ein Dora? Nein, Dora. Am Anfang kann nicht viel stehen. Mein A geht nicht, ein E geht nicht. Ein Ned. N-E-D. Nein, Dora. Okay, warte. Dann Ken. Probieren wir mal Ken. Okay, warte. Probieren wir Y jetzt. Ki. Na, das kann ich stehen lassen. Also den Moi. Okay, nimm den ersten Buchstaben noch und wir testen uns durch. So haben wir sicher nächstes 3 Hinweise erspart. Doch, geht. Hey, eine Aufnahme. Ich kann den Hinweis nur einmal nehmen. Was? Fuck. Nein. Was magst du? Ja, aber was machst du? Das war unnötig jetzt. Oh, okay. Wurscht, weiter. Wir brauchen noch 2. 2, 4, 6, 7, 3 brauchen wir noch, verdammt. Kurze Namen. Ja, kurze danke. Namen. Kurze Namen. Du mich auch. In der Kürze liegt die Würze.
Du bist dreimal und zweimal und einmal mehr. Einen können wir noch komplett auflösen. Aber dann geht sich das mit den anderen nicht aus. Das wird echt schwer. Musst löser mal den langen da oben, den was du nicht weißt? Ja, nein, den anderen. Den werden wir dann. Ja, den, genau, den lösen wir komplett auf. Mit 5. Genau. Oh Gott, das ist jetzt ein Lied. Ulquiora. So, jetzt geht's zurück. Jetzt geht's zu dem Admiral. Dann hast du ja das, wo du alle Falschen wegmachst, oder? Sag mal, wie was steht da genau? Okay, passt. Jetzt werden wir es erraten. So. Oh. Irgendwie. Mit Endler, also mit I, na mit A kannst du nicht beginnen, oder? Niauka? Ja. Okay, das wird schwer. Geh mal zurück, mach mal einen anderen. Schau mal noch einer mit kurzen Buchstaben, wo du alle auflösen kannst. Also alle falschen weg. 6 Buchstaben ist zu lang. Ich muss jetzt durch alle klicken, weil ich nicht alle weiß. 5 Buchstaben. Ja, den da. Probier mal. Alle weg. Pfui. Fritz. Nein, EZ. Probier mal. Na, nein, F-R-E-E. Hä? Oh Gott, ich hasse diese Störungen. So viele Kombis. Was war da? Was soll das? Ich versuch's durch. So viele Kombis kannst du da. Was machst du? Das gibt keinen Sinn. Ja, aber das gibt keinen Sinn. Hallo, da gibt's jetzt zig Kombinationen. Gehst jetzt alle durch? Gib einen Fretze. Fretze. FR, wenn ich schon Fretze sag. Habt ihr doch schon eben. EZE. Und. Fieser. Also Fässer. Okay, es happert. Irgendwie. Ich glaube, wir sind mit unserem Latein am Ende, wenn wir nicht nachschauen. Wie viele fehlen uns noch? Einer? Zwei? Zwei wahrscheinlich noch. Oh, ich wollte nicht dahin. Zwei. Okay, der Admiralstreik, den wissen wir nicht. Den rechts unten hast du noch nicht aufgemacht. Habt ihr doch, oder? Der kommt mir auch so bekannt vor. Schau, der hätte noch weniger gehabt. Ich hau dich bald. Ich hau dich. ja, da kann ich jetzt raten. Nee, Schauen vielleicht? Nein. Ja. Ja. Wir gehen mal auf. Wir lassen. Somit verabschieden okay. Wir uns. Ja. Teilweise. Jo. Wir sehen uns irgendwann mit einem neuen Projekt wieder.